Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 2 hier auf The Nerd Way of Life mit mir, dem Drake und mit Leon. Ja, Folge Nummer 11 geht weiter hier in den, was ist das? Ich glaube Waterpool nennt sich der Speicherstand. Und wir gucken mal, was hier so kommt, wa? Was bleibt uns auch anders übrig? Guck mal, hier ist... Ich wollte eigentlich dieses grüne Lämpchen angucken, Leon. Ich habe heute während der Arbeit echt drüber nachgedacht, hier wegen Claire, wegen dem B-Adventure, weil das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Oh, warte mal. Oh, ich glaube, ich erinnere mich, ja, wegen Claire. Das B-Adventure ist nicht einfach nur aus ihrer Sicht, sondern das ist halt auch wirklich parallel. Also es läuft quasi während das A-Adventure von Leon hier läuft. Läuft auch Claire. Nicht erschrecken. Was ist denn das hier überhaupt? So ein Versorgungstunnel oder sowas, wa? Ach. Fuck. What? Ach, doch, so einfach. Okay, gut. Ich hatte gerade ein bisschen Bedenken. Ich meine, ich wusste doch, dass ich hier irgendwie auf was Explosives schießen muss oder so. Ich wusste zwar nicht mehr, dass das so ein riesen Krokodil ist, was da rauskommt. Aber irgendwie hatte ich das hier noch im Hinterkopf. Verrückt. Ach, jetzt ist hier zu, oder was? The door is electronically locked. A safety lock device for use in case of an emergency. Will you release the electronic lock? Natürlich. Dumping Area, okay. Oh nein, Dumping Area. Böses Flashback an Dino Crisis 3. Okay, gut, das könnte jetzt vielleicht sogar Star Wars sein. Oh, guck mal, Ada steht da noch. Aber ist hier nicht die Mutti runtergefallen? Hier die Kirk? Wie hieß die Kirk? Birkin. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. The sooner the better. Ja, jetzt geht's ihm bestimmt wieder gut. Jetzt, wo er so ein bisschen Verband um die Wunde von außen über den Klamotten hat, geht's ihm bestimmt wieder richtig gut. Aber das war so in der PlayStation 1-Zeit. Das war sowieso Ende der 90er, war das noch so. Da ging das noch. Da konnte man einfach irgendwie, wenn man verwundet war, zack, drüber, fertig. Wieso ist denn... Ach. Moment, muss ich das hier... Muss ich jetzt... Nee. Geht ja gar nicht. Muss ich jetzt wieder runter und das... Ey, da. Ja, aber nein, die haben mich ja automatisch nach oben geschickt. Das wird dumm. Nee, es wäre gar nicht so dumm, weil... Ach, shit, okay. Das hätten wir von Anfang an machen müssen. Unten beim Speicherpunkt, da war noch so ein wie soll man das nennen? Da konnte man das Valve anklemmen. Beziehungsweise die... Ist das überhaupt ein Valve? Ist ja gar kein Valve, ist ja ein... Valve Handle, genau. Genau, um dann halt die Brücke wieder nach oben zu fahren. Und das hätte ich machen müssen. Habe ich nicht dran gedacht. Dafür ist es dann doch schon wieder zu lange her. Natürlich ist es zu lange her. Hoffentlich ist die Tür hier offen. Aber eigentlich sollte sie offen sein. Weil, ist ja Secure und Emergency und Quatsch.
Okay. Aber alle, hätte ja auch offen sein müssen. Allein schon, weil man sonst ja nicht weiterkommt. Also. Na gut, es sei denn, man hätte den Speicherstand geladen. Ist egal. So, hier wollen wir hin. Nein. Wieso habe ich eigentlich so viel Kram mit? Was geht? Ich brauche mal eine Box, glaube ich, dringend. Was ist da los? Was ist denn Mäuse? Okay. Ja gut, ich habe den Ink Ribbon, der hier noch war. Oder das Ink Ribbon. Den? Nee, das. Ribbon heißt so, halt Bändchen, ne? Also Band. Klong, klong, klong. Woran erinnert mich dieser verdammte Gang? Irgendwie habe ich Batman im Kopf, aber das ist... Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch Batman war, wo ich das jetzt irgendwie im Gedächtnis habe. Naja. Ich muss mal dazu sagen, was mir neulich aufgefallen ist. Und zwar, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Ich wollte, glaube ich, schon mal fragen. Vielleicht habe ich sogar schon mal gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass irgendwie der Sound, dass ich nicht Stereo quasi aufgenommen hatte, beziehungsweise mich nicht Stereo gehört habe, sondern eine Seite war immer, ich glaube, die rechte Seite war immer ein bisschen lauter als die linke. Ja. Und mir ist jetzt neulich aufgefallen, warum? Das ist so ein bescheuerter Grund. Aber Moment hier, da kann man bestimmt... Nee, geht nicht. Ich habe das Ganze über so ein Mischpult laufen. Und an dem Mischpult habe ich ein paar Regler, logischerweise. Ach shit, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Da muss ich erstmal was mixen. Und ich dachte, dass einer der Regler quasi nochmal eine externe Lautstärke, also ein extra Lautstärkeregler wäre, um Sachen, um quasi den Kopfhörer, den ich habe, den extra nochmal lauter zu machen. Da habe ich auf dem, an dem halt rumgedreht und habe den nach rechts gedreht. Jetzt habe ich festgestellt, das ist der, um stereomäßig links und rechts lauter zu drehen oder leiser zu drehen. Naja. Deswegen, das sollte jetzt in Zukunft besser sein. So, Sewer Manager Diary. 28. Juni, das ist ja gar nicht so lange her. It's been a while. Naja, guten Monat. But I saw Don. Ach, Don, ich wollte gerade sagen. I saw Don und dann groß geschrieben. Nee, I saw Don today and we talked after completing our work. He told me he had been sick in bed until yesterday. It really doesn't come as much of a surprise given how long he's been working here. He was sweating like a horse. Was? He was sweating like a horse? Okay, na gut. And kept scratching his body. Oh no, it's the guard all over again. While we were talking. I asked if he was hot. But he just looked at me funny. What's wrong with him anyway? July 7th. Chief Irons has been visiting the lab quite often lately. I don't know what he's doing over there, but he always looks grim. The expression on his face has been even more unsettling than usual. My guess is that it's because of Dr. Birkin's impossible requests. The chief has my sympathies, though. After all he's done for the town, he doesn't deserve this. July 21st. I rarely drink because I'm on the graveyard shift, but I don't suppose I have much to complain about since this is how I make my living. August 16th. Chief Irons came in late today, looking grimmer than his usual self. I tried to joke with him to cheer him up, but he wasn't amused. Boah, wenn ich schlechte Laune habe, ne, und jemand versucht, mich irgendwie mit blöden Sprüchen und Witzen wieder aufzumuntern, dann kriege ich eigentlich nur noch mehr schlechte Laune. Das ist... Ich bin auch so ein Morgenmuffel. Aber hier geht's mal weiter. He pulled his gun and threatened to shoot me. Okay, nee, so bin ich dann doch nicht. Habe ich auch keine Knarre. I was able to calm him down, but that guy must have some serious problems. I know he can't enter the lab without my help and my medal. This is what I means, nee, what it means for the chief to serve and protect. August 21st. William informed me that the police and media have begun the investigation on Umbrella's affairs. He said that the investigation will be citywide and that there is a possibility they'll even search through the sewers. He asked me to suspend all Umbrella sewers facilities operations until the investigation has concluded.
The sewer will still be used for passage, but the stressed, but he stressed that I have to be extremely cautious, cautious, and that I'd lose my job if anyone finds out about this operation. Mann, 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 Mann. Er braucht also seine Medaille. Das heißt, wir brauchen die Medaillen. Das heißt, wir haben die Medaillen. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Ort finden, an dem ich die Medaillen benutzen muss. Ich weiß ungefähr, wie der aussieht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir hinkommen. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang. You can stop the rotation of the fan briefly. Ja, will ich doch machen, aber geht nicht. Was heißt briefly in dem Zusammenhang? Weiß ich gerade gar nicht. Naja. Ja, Morgenmuffel bin ich. Was seltsam ist, weil ich ja meistens nachts arbeite und dadurch nachmittags erst aufstehe, aber dann immer noch muffelig bin. Und bin ich dann trotzdem Morgenmuffel? Vermutlich schon. Ist ja genauso wie Feierabendbier. Kann man morgens um 6:30 schon Feierabendbier trinken? Wenn man die ganze Nacht durchgearbeitet hat, ist das asozialer als sonst? Ich finde nicht. Okay, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig mache. Aber was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Ich kann ja jetzt nur über den Steg hier wieder nach oben gehen. Das heißt, ich muss dieses scheiß Handle nochmal benutzen. Was ist das überhaupt für eine Konstruktion? Warum macht man nicht einfach beide Brücken? Zwei so eine Brücken zu bauen, wäre doch billiger gewesen als so eine sich bewegende Plattform. Naja, müssen sie halt selber wissen. Sind die alt genug? Aber die Medaillen... Also ich wüsste eine Stelle, wo wir die einsetzen müssen. Aber ich habe da keine Stellen gesehen, keine Positionen gesehen, wo wir die hätten einsetzen können. Aber vielleicht, wenn man es mal ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, vielleicht findet man dann ja was. Ne, jetzt nur so im Vorbeigehen. So, jetzt kommen wir da wieder raus. Das heißt, da müssten die Spinnen wieder unterwegs sein. Das bedeutet, die müssten wir, glaube ich, erstmal loswerden. Wir müssten, glaube ich, sogar... Ja. Moment. Okay. Guckt euch das an, ist das widerlich. Und dann... Los, komm ran, du Scheißig. Oh, ey, der schießt mit? Das ist ja gut. Good job, Ada. Genau, hier nämlich denke ich, dass die... genau, wir haben es noch nicht gut genug angesehen. Nummer 1. Ey, Nummer 2. Ey, voila. Richtig schön unauffällig. Das ist bescheuert. Selbst in Resident Evil ist man nicht... Also ich meine, im ersten Teil war es schon so, dass der nächste Schritt hinter dem Wasserfall war. Und auch hier im zweiten Teil ist es wieder so. Du musst den Wasserfall umleiten, abstellen, was auch immer, um weiterzukommen. Gut, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Was war das? Okay, das war nur von oben irgendwas. Miteinander sprechen? Nee, ja. Ja, was in der Polizeistation begann, entwickelt sich jetzt langsam zu irgendwie einer Untergrundorganisation, oder? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Operation sollte ich vielleicht sagen. Untergrundoperation. Na, guck an, hier. Klapp, 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 klapp. Ja, ihr könnt Sounds, ihr könnt unterschiedliche Oberflächen durch den Sound darstellen. Ich bin begeistert. Ihr seid die Besten. Moment, da war aber noch eine rote Lampe auf der rechten Seite. The control panel for the Sky Tram. Will you return the power on? Aber sowas von, das kannst du aber wissen. Hm.
krass, oder? Von so einer Kanalisation auf einmal hier irgendwie in so einer Untergrund. Also es ist ja keine U-Bahn, aber es ist ja irgendwie trotzdem eine Untergrundbahn. Was eine U-Bahn, also ist ja eigentlich. Aber das ist ja anscheinend ein eigenes. Also das hat ja. Das ist ja Umbrella. Umbrella muss so viel Geld haben, ey. Das ist gar keine Skytram, eine Hängebahn. Hängeseil. Holy shit, was geht ab? Wo ist, ey, da. Hä? War die da eben schon? Die ist gerade hingemacht. Ich weiß nicht, ob wir da drauf schießen sollten, ey, da. Moment, aber was ist denn das? Ist das... What was that? Steht da einer? Nee, ist nur die Plattform, ne? Skytram ist ja eine Seilbahn. Deswegen, ich war gerade so ein bisschen verwundert. Wieso sollte man unterirdische Bahn irgendwie Skytram nennen? Okay. Naja. Aber das macht es noch nicht unbedingt besser. Ich meine, wir waren gerade noch unterirdisch. Wir waren in den Sewers. A flare gun. I need something to ignite it. To ignite it. Das ist hell. Hey, da blinkt was. Was blinkt da? Hat das, blinkt das immer oder blinkt das nur, wenn man... W-Box-Schlüssel. W-Box. Was könnte denn W-Box bedeuten? White-Box? Ich kenne Black-Box, kenne ich. Aber White-Box? Zombie ahead. Ich würde gern die Handle loswerden. Das war, glaube ich, ganz schön knapp. Wie kommt die denn jetzt hier rein? Moment, das sind ja normale Zombies. Also mit Straßenkleidung und so. Was haben die da auf dem Rücken stehen? A und R? Wo sind wir hier auf einmal? Warum fahren wir mit einer Seilbahn in der Kanalisation und sind dann auf einmal irgendwie so einer unterirdischen, in einem Bunker oder was ist das? Einfach mal drauf losgeschossen. Ich weiß nicht, wann Ada anfängt zu schießen. Wahrscheinlich erst. Alles klar, wenn ich schieße. Die Waffe wechseln langsam hier. Oh, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um die Waffe zu wechseln. Friendly Fire gibt's nicht, oder? Offensichtlich nicht. Was hat sie? Sie will eine Umarmung, oder was? Der lebt noch. Ada, lass uns sie noch umlegen. Hier, komm. Ada. Er lebt der noch? Das ist ja voll das Labyrinth. Da geht's hoch. Moment. Da geht's hoch. Dann gehen wir erstmal nochmal zur anderen Richtung. Nicht die beste Idee. Ey, da. Weg da. Der ist tot. Okay. Ja, nehme ich. Aber. Ich habe den kleinen Schlüssel. Den habe ich immer noch von Anfang an. Naja. Ja, scheiße. Hätte ich jetzt noch eine Schrotkugel in die Jungs reingejagt, dann hätte ich jetzt den Platz für die andere Pflanze auch noch mitgehabt. Aber na gut. Okay, Leiter hoch. Und dann geht's auch schon langsam. Dann ist schon wieder zu Ende. 20 Minuten wieder rum. Mann. Ach, guck an. Dann speichern wir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen unterhalten. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das sage ich das nächste Mal direkt am Anfang, weil das ergibt durchaus Sinn. Und dann, sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und guck mal, ich habe die Karte nämlich gewechselt. Tschüss!